Ja, haha, liebe Leute, wir laufen wieder, da sind wir. Hei, 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 ist das lang her. 2 Tage, um genau zu sein. Und ich habe gerade keine Ahnung, was wir noch machen sollten. Wir sollten hier, Grobsregenten, sollten wir in den Rau-Reif-Hügeln suchen. Wo sind denn die Spur des Regenten? Wir sollen also noch da oben. Ah, hier kann man sogar durch. Cool. 12 bis 13. Ich bin 14. Gut, scheiß drauf. Dass ihr's geschafft habt. Zeigt mal eure Genehmigung. Na gut, scheint in Ordnung zu sein. Seht euch vor da draußen. Ja, werden wir machen. Ich hab voll Bock aufs Spiel. Ich hab das auch selber im Team die ganze Zeit so angemerkt. Weil irgendwie ist das Spiel hier, hat einen richtigen Wiederspielwert. Nicht wie die anderen Spiele. Ich weiß auch nicht, die so ziemlich... Weiß nicht, die haben halt keinen Wiederspielwert. Und das hier irgendwie... Das ist ordentlich, das macht Spaß und das ist genau, wie man sich vorstellt, so ein Spiel. So, und dieses Arkanzeug ist ja mal garstig. Sucht sich ein Ziel raus und schießt dann einfach hin und zerschmettert den Rest. Ja, wenn sich denn ein Ziel finden lässt. Warte mal, wir haben noch irgendwelchen Kack hier. Genau, Faustbüchse, weg damit. Und... Oh Gott, wie geht's hier hoch? Oh, wie überall diese Spinnen, ne? Warum? Warum Spinnen? Warum unbedingt Spinnen? Nicht? In einer gewissen Größe gehen sie noch. Aber ja, irgendwann sind Spinnen auch nicht mehr so toll. So, und dieses Arkanzeug, ne, das macht, das bockt ja richtig. Sucht sich einfach ein Ziel, knallt alles weg. So, warte mal, da haben wir noch blöde Spinnen hier. Chaos Ember, haltbare Mütze, ich glaube nicht. Rundschild, da habe ich mir irgendwelchen Müll gerade aufgehoben. Mal schmeißen wir den Scheiß mal weg. Und dann hier Schneebeißer. Beiß in Schnee. Wobei, was ist das denn da oben? Oben rechts. Was ist denn das für ein großes Vieh? Muss ich das bekämpfen? Ich will ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich, was ist das denn? Ah, ja. So, ich mal kurz Viecher hier herholen. So. Das kann hin und wieder mal haken, da das ja über den Steam, über Steam läuft. Und das Steam Summer ist ja derzeit etwas aktiver ist. Ruhm erhöht. Bam. Euer Ruhm ist gestiegen. Feueramulett. Und ein möglichen Kleinkram hier an Viechern. Isilgroth. Machen wir mal alles an. Was zauber ich denn da eigentlich? Frostwoge. Ist schon cool, wenn man von seinen eigenen Zauber, die man hier hat, keine Ahnung hat. Das ist empfehlenswert. Bam, weg damit. Truhe, her damit. Gib mir doch das Gold. Bondronskull? Warte mal, wir haben ja hier den ganzen Mist. Giftamulette und der ganze Scheiß. So. Dann füllen wir unseren Begleiter mal ab. Ey, wo war das Skull gerade? Ich habe doch gerade einen Schädel aufgehoben. Bondron. Erhöht jeden alle Schaden. Einzigartig Sockel. Wo habe ich denn hier einen Sockel rumliegen? Da, aber das ist, glaube ich, Rüstung, oder? 4%ige Chance auf kritischen Treffer. Wobei, ja, das ist Rüstung. Das heißt, ich müsste... Alle Schaden ist erhöht. Hm. 6 Rüstung auf Diener. 6 Schadensbonus beim Führen von Zweihandwaffen. Ich glaube nicht. Prisma Blitzen, das heißt, unsere Waffe erhöht Feuerschaden und jeglichen alle Schaden. Dafür haben wir Elektrizitätsbonus. Dann wäre der erstmal besser. Weil der erhöht den Elektrizitätsbonus, Feuerschaden, dazu Körperschaden und alle Schaden sowie Attribut auf Fokus. Was denn Fokus auch immer wieder machen wird. Ich habe keine Ahnung. Fokus? Warte mal, lass mal gucken. Fokus hier. Ach, Mana. Oh, das ist dann... Oh, das nehme ich dann so mal so mit. Wobei, Amulette und sowas wollte ich ja auch mitnehmen, weil das ja auch gut Geld bringt. Was haben wir denn derzeit? 42k. Oh. Keine Ahnung, ob das viel ist. Vielleicht können wir uns da irgendwie eine Torte für kaufen. Oder wir stechen irgendjemanden. Dass wir hier direkt irgendwie Akt 5 oder Akt 10, keine Ahnung, wie viel das gibt. Dass wir da direkt dann hinkommen. Ohne dann irgendwas machen zu müssen, ne?
So, oh, das schockt aber richtig. Also Arcan ist, glaube ich, mein neuer Lieblingsskill. Du kannst einfach sinnlos reinschießen und die suchen sich ihre Ziele und vernichten das alles. 152 Schaden. Leck mir ne Kimmel, ich sag's euch, das ist heftig. So, Felsen. Eine Felsenformation hat sich aufgetragen. So, weg damit hier. Der Witwenschleier soll man betreten. Darf ich da dann auch rein? Warte mal. Sieht mir nämlich nach einer Karte aus. Einer Quest. Bitte helft mir. Unsere lieben Kleinen sind in die Höhle gelaufen. Mein Ehemann Finnas ist ihnen gefolgt. Aber es wimmelt dort von üblen Wesen. Und er ist nicht zurückgekehrt. Oh, ich bin außer mir vor Sorge. Bitte findet Finnas und unsere kleinen Lieblinge. Ihr müsst uns helfen. Muss ich nicht. 230 Erfahrung, dafür gehe ich noch eine Runde grinden. Die verlorenen Kleinen. Oh, ich habe noch Fertigkeitspunkte offen. Hui. Aber bevor wir das machen hier, gibt's ja Party. Party, Party, Party. Disco, Disco, Party, Party. Also das ist schon wieder so eine Kackriesenspinne. Wer will die denn? Wo ist die? Ach, da. Warte mal, dann machen wir es so. Dann kommen die Blitze. Mana, Blitze kommen da hin. Die Feuer. Die Feuerwirbel natürlich. Bam! Kriegsgeule. Und verschiedene andere. Wie ist der an der Spinne bitte vorbeigekommen? Wenn ich hier direkt abgefangen werde. Nicht brennendes Kohlebecken. Was es auch immer macht. Nicht, dass mir hier irgendwie irgendwas um die Ohren fliegt oder dass ein Boss-Encounter ist und dadurch Boss auslöst. Also, das wäre das Schlimmste. So, weg mit euch hier, ihr Kackviecher. Kihilek Salut. Ja, Gesundheit. So, jetzt, man braucht aber jetzt schon Mana-Tränke. Also, es geht schon so langsam in Richtung. So, was macht das denn hier? Ah, alles klar, das Gewitter ist gut. So. Und dann kann man einfach raufhauen. Wobei, ich glaube, dass die Frostwoge doch noch heftiger ist. Dazu sagen möchte ich jetzt aber nichts, weil ich von dem Spiel nicht so wirklich große Ahnung habe. Erster Charakter. Weitere werden wahrscheinlich folgen. Och, ich glaube, ich spinne. Da kommen die denn alle her? So. Hier kann, du kannst echt stehen bleiben und das kontrolliert alles. Das ist natürlich geil, wenn es hochsteckt. Warte mal, Skills waren, glaube ich, S. Genau. Blitze. Erhöht den Schaden. Machen wir doch. Lokales Gewitter. 18 Sekunden Beschwörungszeit. Warte mal. Ach, das ist... Ah, ich verstehe. Und das macht währenddessen Schaden. Aha, das heißt, ich muss das nicht immer wieder neu casten. Sehr schön. Mit Stromschlag... Nee, möchte ich eher nicht. Dann baue ich das hier rein in die Auflagen der Meisterschaft. Hab ich mir jetzt so gedacht. So, direkt hier so, dass die Leute da durch müssen. So, und Frost kannst du natürlich auch immer wieder schön durchziehen. Boah, kostet aber Mana. Das kostet verdammt viel Mana. So. Health Potion, Bronze, Axt. Nein, danke. Das ist natürlich aber geil, wenn du hier stehst und einfach zaubern kannst. Ogmor. Warum sind hier eigentlich so viele Viecher? Das habe ich mich immer so gefragt. So Elite-Viecher. Warum sind so viele hier? Ich hab ja nichts dagegen. Ich meine ja nur, aber... Irgendwie kommt mir das so ein bisschen viel vor. So rein von der Skalierung her. Ich verliere HP, warum auch immer. Ach so, ist das so ein Giftschleier ist das hier, oder? Warte mal. Wir haben 5 Punkte. Vitality, alte Rüstung, Blockchance. Respektiert. Was macht man bloß mit Ruhm? Ich hab keine Ahnung. Kritischer Schaden. Chance auf kritischen Treffer 11%. Nee. Magieschaden dann, würde ich sagen.
Wie ist der Typ hier wirklich durchgekommen? Das muss mir mal einer erklären. Schon bei diesen großen Spinnen, da wäre ich sofort umgekehrt. Ich würde die sehen und... tschüss hier. Das kannst du allein machen. Aber, meine Freunde, was machen wir nicht alles für 240 Erfahrungspunkte? Da würde man noch seine eigene Oma für verkaufen, wenn es sein müsste. So. Nicht brennendes Kohlebecken, ja. Jetzt brennt's aber. Und wie man sofort weiß, dass hier irgendwie ein paar Spinnen rumliegen. Rumkreuchen, rumfleuchen. Weg mit euch. So. Sammeln und sammeln. So wie es aussieht, bin ich bald am Ende des Ziels. Mana geht aus. 48 Gold. Oh Gott, warum weiß ich, dass das keine... What the fuck? Was ist das denn? Alter, das ist... seriously? Warum? Warum, wieso und weshalb? Warum macht man sowas? Viele Leute hassen Spinnen und dann... lass mal einen Spinnenboss machen. So, aber... Also mit dem Arkanzeug geht das hier ratzifatzi. So, noch ein paar Feuer davon. Und guckt euch an. Der Boss. Arachnotanalogie. Ach so. Arachnophobie ist damit gemeint. Ach so, alles klar. So, erstmal überall das Licht anmachen. So. Was gibt es denn hier? Kein dicken Loot? Ich hätte jetzt mindestens erwartet, dass hier ein Legendary fällt. Vergessene Truhe. Verarschen? Ich rette den und da hat er zwei Spinnen im Gepäck und er ist der beste Freund mit denen. Okay. Money. Vampirspinnei. Jetzt habe ich ein Spinnenei hier. Oder? Wo? Ice Ember? Nein. Wo ist denn? Da war es doch gerade. Füttert ihr es einen euren Begleiter? Das Spinnenei verwandelt euren Begleiter in eine sehr starke Vampirspinne? Also so eine Twilight-Spinne oder was? Jetzt sogar in beiden Maßen. Mana Wiederherstellung pro Sekunde. Aber ich habe hier einen Boni. Oder ich habe hier Boni. 2, 3 und 4 Teile. Ich kriege aber mehr EP. Nee. Das lassen wir. 7 Elektrizitätsschaden. Aber ich habe... Ein Schild ist Rüstung eigentlich. Rüstung, Schmuckstücke. Begleiterschaden, Elektropanzer, Eispanzer. Begleiter, was hast du denn dabei? Lass mal gucken. Giftschaden, Effektivität von Tränken. Ja, knallen wir mal rein. So, bumm. Könntet ihr mir helfen? Ihr kommt, um uns zu retten? Den Wächtern sei Dank. Mir ist es gelungen, Schneeglöckchen und Sonnenstrahl hier in Sicherheit zu bringen. Aber ich habe mir das Bein verletzt. Und mit ihnen auf dem Arm komme ich nicht mehr aus der Höhle raus. Bitte nehmt ihr die beiden und tragt sie zu Belete. Dann folge ich euch, so schnell ich kann. Besten Dank für eure Hilfe. Habe ich die jetzt im Gepäck? Wo sind die? Ich hoffe doch, dass die Viecher... irgendwie habe ich die jetzt in die Taschen. Als eine Frau hab, naja. Wo habe ich mir die hingesteckt? Ich habe ja nicht gerade viele Möglichkeiten, die zu verwahren. Ich habe mir die aufs Schild geklemmt, was sonst? Den Wächtern sei Dank. Oh, meine Kleinen. Meine Lieblinge? Die Spinnen? Verarschen? Ich dachte, das sind Kinder. Naja. Seid ihr verletzt? Geht es euch gut? Den Wächtern sei Dank. Déjà vu. Dass meine Schätzchen in Sicherheit sind. Wo ist Finnas? Wo ist mein Ehemann?
Ah, ich verstehe. Wir werden hier warten, bis er zurück ist. Hab vielen, vielen Dank. Eine Menge Leute erkennen die Schönheit dieser besonderen Wesen nicht. Aber ihr habt euch offensichtlich von ihrer sanftmütigen Natur überzeugen lassen, ist klar. Hier, nehmt dies als Zeichen unseres Danks. Ja. Ist klar. Was hat am meisten Gold? Hier, das Halsband. Das ziehe ich mir auch gleich an und dann bell ich eine Runde. Also, ich habe an Lieblinge, habe ich irgendwie an Kinder gedacht. Also so Menschenkinder. Vielleicht ja ihr auch. Irgendwas leuchtet hier schon wieder. Ich traue dem Frieden nicht. Elite Blackfang Arachnos. Okay. Okay. Boah, das sind ja richtig große Viecher. Hau die weg. Kodor. Kodor und Achrox. Ja, auch Gesundheit, ne? So, zack, zack, zack. Dann hier ein Blitzen, zack. Viecher sammeln, holen und alles umrotzen hier. Sehr schön. Habe ich denn noch Platz in meinem Getier? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Nicht identifizierbarer Stab, bla bla bla. Irgendwo haben wir doch noch, oder haben wir nicht mehr so ein... Doch, hier, das Giftamulett, aber das bringt ja auch noch ein bisschen Gold ein. So. Bronze-Rundschild. Aber sonst gibt's hier nichts, oder? Ach, schon wieder so ein scheiß Imitator hier. Zack. Stoßklinge. Was man hier auch anmerken muss, dass das verschieden ist. Das heißt, also die Qualitätsstufen, während Blau höher gerichtet ist als das Goldene, also das Gelbe, würde ich mal sagen. Hm. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es da noch andere Farben. Ne, die wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Und ich würde sagen, wir sind dann bei der nächsten Folge dann wieder direkt hier dabei, in der Nähe des Krähenpasses und machen dann mit dem ältesten Valin weiter. Und ja, schauen wir mal, was der uns bringt.